herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich vor, dass ich mal so ein Video drehe, wo ich einfach so 2-3 Tage, ich gucke mal im Endeffekt, wie lang es wird, weil ich will euch auch nicht so zuspammen, zeige, was ich esse. Und wir haben jetzt Sonntagabend und ich koche mir jetzt was. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, weil ich die Idee erst dann inzwischen drin gekommen habe, dass ich doch das machen könnte. Jetzt einfach. Und zwar habe ich jetzt mal Zwiebeln geschnitten, also mit so einem Rutschelding. Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch ist da drin. Dann habe ich angefangen, also bin damit schon fertig, ein paar Kartoffeln so zu rutscheln. Also rohe Kartoffeln zu schälen und dann in solche Scheiben zu rutscheln. Einfach mit so einem Rutschelteil. Und die werde ich jetzt anbraten. Das heißt, so einfach so eine Art Bratkartoffeln. Ich weiß nicht, also meine Mama hat mal gesagt, man kann die auch einfach roh dann anbraten, wenn die relativ dünn sind. Mit denen könnt ihr auch in kleine Würfel machen. Dann ist das gar kein Problem. Das heißt, ich brate die jetzt an in ein bisschen Öl. Mache ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Und ja, dann sage ich euch danach, wie es weitergeht. Da habe ich jetzt einfach 2 Paprika in kleine Stückchen geschnitten. Und jetzt geht's weiter mit Zucchini, weil ich liebe Zucchini. Wer mir auf Insta folgt, weiß, dass ich eigentlich immer, wenn ich koche oder irgendwas zum Essen mache, mit Zucchini koche. Und da mache ich jetzt einfach auch kleine Würfel. Im Endeffekt wird es einfach eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Bratkartoffeln. Also irgendwie voll healthy. Und es ist auch schon heiß. Ich werde übrigens in der gleichen Pfanne auch das Gemüse anbraten. Deswegen muss ich das nacheinander machen, weil ich nur eine so eine Pfanne habe. Ich habe jetzt die Bratkartoffeln voll angebraten, habe die jetzt in die Schüssel, weil ich ja die Pfanne brauche. Und habe jetzt schon, weil die Pfanne natürlich heiß war, direkt die Zwiebeln reingeschmissen, die jetzt erstmal bräunlich anbraten. Und ich finde, es gibt nichts Geileres als diesen Zwiebelgeruch in Zwiebeln anbraten. Goals einfach, oh mein Gott. Ja, und wenn das dann angebraten ist, dann kommt einmal das Gemüse dazu. Da habe ich jetzt, das geht jetzt relativ schnell, weil die Pfanne, wie gesagt, schon heiß war, einfach Paprika und Zucchini geschnibbelt und schmeiße es dann einfach rein. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
ich habe leider vergessen, mein Mittagessen zu filmen, weil ich bei meinen Eltern gegessen habe. Und deswegen, ich das nicht mitfilmen wollte, konnte, wie auch immer. Mein Kaffee, also Kaffee wie immer, und dazu gönne ich mir Cookies. Ich liebe Cookies. Es ist nicht so, dass ich will, also es gibt auch Tage, wo ich extrem viel Scheiße zwischendurch esse. Es sieht jetzt so aus, als ob ich so immer mal so ein bisschen was, dann mir was zum Kaffee halt was gönnen, aber sonst relativ gesund. Nicht unbedingt. Es gibt auch Tage, wo ich absolut Bock habe auf Bullshit. Also es gibt auch Tage, wo ich mir dann irgendwie kein Obst zum Frühstück mache oder Rührei, sondern ich mir Nutella-Brot mache oder so. Das Ding ist, also wir haben Montag, der erste Tag der Woche, und da versuche ich immer gut in die Woche zu starten. Ja, so viel dazu. So, sorry erstmal, dass ich mich jetzt erst melde. Ich konnte leider während ich das Essen gemacht habe, das nicht mitfilmen, weil ich telefoniert habe mit meiner Cousine. Und deswegen zeige ich es euch jetzt aber dafür, wie es fertig aussieht. Es gibt Rotkraut mit Kartoffelpüree. Gibt's Geileres eigentlich? Ich gönne mir jetzt mein Kartoffelpüree mit Rotkraut. Hab mir dazu ein Glas Fanta eingeschenkt. Ich habe immer noch restliche Getränke auf meinem Geburtstag. Deswegen gönne ich mir das jetzt mal. Schreib so lange hier Videoideen auf und schau TV Now. Hehe, geil. Ich habe mir jetzt noch einen kleinen Snack gemacht. Ihr seht ja, glaube ich, immer die Uhrzeiten hier eingeblendet. Auf jeden Fall, ich habe mir heute neues Brot gekauft. Und ich liebe frisches Brot mit Kürbiskernen. Und was ich noch mehr liebe, ist Lachs. Wahrscheinlich kann das niemand nachvollziehen und denkt sich nur so, wah, Lachs. Ich lieb's. Und deswegen habe ich mir jetzt noch, Brot mit bisschen Lachs gemacht. Ich lieb's so. Auf jeden Fall, ich will, dass das Video auch nicht zu lang wird. Ich will mal gucken, wenn ich schneide, wie lang das wird. Deswegen höre ich jetzt hier mal auf mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich sowas öfter machen soll. Und ob euch interessiert generell, was ich esse. Oder ob es euch auch interessiert, wie ich die Sachen koche. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt zu kurz gekommen ist. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!